Garifullina gehört zu den weltweit erfolgreichsten Opernsängerinnen. Sie ist ein Opernstar der neuen Generation mit einem großartigen Social-Media-Auftritt, Imagevideos auf internationalem Niveau und prestigeträchtigen Modekampagnen. Ihr Leben? Jet-Set. Doch die Pandemie hat einiges für sie verändert. Bevor die Pandemie angefangen hat, hatte ich sehr viele Auftritte und mein Kalender war so voll. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen müde und dann plötzlich hat es angefangen mit Coronavirus. Ich konnte ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbringen und mit meiner kleinen Tochter, mich ein bisschen ausruhen. Doch stillhalten, das ist nichts für Aida Garifullina. Wie haben Sie dann diese Zeit verbracht? Wie hat den Tag ausgeschaut zum Beispiel? Trotzdem geübt? Ja, als ich müde war vom Ausruhen, nach 2 Monaten habe ich angefangen zu üben, jeden Tag online mit meinem Vocal Coach, mit meiner Gesangslehrerin. Und ich habe versucht, mich irgendwie beschäftigt zu machen. Aber auch hatte ich eine schöne Zeit mit meiner Familie am See und wir hatten einen kleinen Garten in Russland, in meiner Heimatstadt Kasan. Da hatte ich viel zu tun mit meinen schönen Blumen. Ich hatte nie Zeit. Also das war eine schöne Möglichkeit. Das Zurücknehmen aus dem Alltag hat in vielen ausgelöst, sich wieder mehr mit sich selbst zu beschäftigen, auch bei dem Opernstar. Ich habe gelernt, dass in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren, ich war so ein Perfektionist und ich hatte immer sehr viele Ziele. Viele Pläne habe ich immer noch, aber jetzt bin ich irgendwie in einem guten Sinne langsamer geworden in meinem Kopf. Jetzt, früher war ich so schnell, ich wollte alles sehr schnell erreichen, aber es hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Ich glaube, wenn man ab und zu einfach stoppt und stehen bleibt und einfach rumschaut, wie schön ist das Leben, dann fühlt man sich glücklicher. Vermisst hat sie während des Lockdowns ihre Freunde, die Bühne und Wien. Wenn wir endlich nach Wien gekommen sind, es war so eine schöne Zeit, eigentlich im Sommer jetzt. Ein paar Wochen haben wir hier verbracht. Aber dann haben wieder in Russland die Konzertsäle, die Opernhäuser geöffnet. Zuerst ohne Publikum und ich hatte ein schönes Konzert nach der Pandemie im Tretjakovskaja Galerie. Es ist wie Hermitage, wie Louvre in Paris. Tretjakovskaja in Moskau ist sehr groß, sehr berühmt, mit schönen Bildern. Und da habe ich ein Konzert gegeben mit meinem Pianist, ohne Publikum, aber für TV. Also mehr Millionen Menschen, meinen Fans, konnten das anschauen. Und dann habe ich auch ein Konzert mit Denis Matsuev, ein berühmter russischer Pianist, für Mezzo und für Medici gegeben, auch ohne Publikum. Aber zumindest hatten wir die Möglichkeit, unsere Fans glücklich zu machen. Noch überwältigender war allerdings der erste Auftritt vor Publikum. Es war unglaublich schön in Bolschoi-Theater in Moskau. Wir haben La Bohème, Puccini gesungen und Maestro Domingo hat dirigiert. Das war unglaublich schön. Und dann habe ich eine große Produktion gemacht, Sadko bei Rimsky-Korsakow, wo ich nicht nur gesungen habe, auch getanzt wie eine Balletttänzerin. Das war eine neue Erfahrung. Aida kennt man immer schön, stark, lebensfroh. Doch unlängst hat sie auf Social Media eine andere Seite gezeigt. Sie hatte eine Operation. Ich bin eine starke Person, aber ich bin auch ehrlich vor meinen Fans. Und ich musste dieses Bild zeigen, obwohl ich nicht gerne mein Privatleben in Social Media zeige. Da musste ich das machen, weil meine Vorstellung abgesagt wurde in Arena di Verona, meine erste La Traviata. Leider nach der Operation war das die einzige Entscheidung.
Aber ich bin immer ehrlich. Also alles, was ich auf Social Media zeige, das ist mein Leben. Natürlich zeige ich nicht, dass ich um 7 Uhr in der Früh aufstehe. Und einige Menschen, die glauben, mein Leben ist so luxuriös und so einfach. Nein, mein Leben ist genauso wie das Leben von anderen Menschen. In einer tatarischen Familie ist es nicht typisch, ein Kind zu zeigen, weil meine Tochter ist noch klein. Sie kann nicht sagen, ob sie das will, eine Publikumsperson zu bekommen. Deswegen, ich versuche sie ein bisschen zu schützen. Doch jetzt hat sie sich erholt und freut sich schon auf die nächsten Auftritte. Im Oktober singe ich in Florenz Rigoletto mit Zubin Mehta. Er wird dirigieren und mit Leonucci. Und dann im November in La Scala.